Hallo, liebe Sternenfreunde, und ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Monat April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Ja, im April liegt weiterhin viel Flirt- und Liebesenergie in der Luft und der Kosmos verspricht viele an- und aufregende Momente. Klar, es wird ja auch Frühling. Die Frühlingsgefühle sprießen und wir wollen uns verlieben oder mit unserem Schatz schöne Dinge unternehmen. Aber es gibt ein paar Sachen, die wir diesen Monat besonders beachten sollten, damit es nicht zum Streit oder gar zum Bruch kommt. Aber bevor wir uns das näher ankommen, jetzt erstmal zur Gewinnerin aus der Verlosung vom März. 15 Minuten persönliche Beratung bei mir hat gewonnen, Coco Rikowski. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Coco, bitte melde dich bei mir entweder unter meinem Kundentelefon oder unter meiner E-Mail, was jetzt hier eingeblendet ist, damit wir in Kontakt kommen können. Und dann machen wir einen Termin für die Beratung. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank auch an alle anderen, dass ihr so fleißig mitgemacht habt und mir so schöne Posts reingeschrieben habt. Ich finde das auch sehr interessant, dieses Feedback. Vor allen Dingen auch, wenn ihr auf die Konstellation eingeht und mir ein Feedback gibt, wie es für euch so war. Das ist für mich sehr spannend und auch lehrreich. Bleibt dran, macht weiter so. Und es gibt auch diesen Monat wieder eine Verlosung. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. So, jetzt kommen wir zu den Konstellationen im Monat April. Zunächst mal gehen wir zurück auf den letzten Neumond vom 28. März. Der gibt ja immer das Thema für die nächsten 4 Wochen vor. Worum geht's? Ganz klar, es geht um Liebe und um Flirt. Denn hier haben wir die Venus, die ist rückläufig im Widder, Sonne, Mond dabei und auch noch Merkur und Uranus. Also das sind auch so die Faktoren, die für Aufregung sorgen, die fürs Prickeln sorgen und das Ganze hier in Spannung zu Jupiter, der so gesehen im Partnerhaus steht, also es geht absolut um Partnerschaft. Aber die Krux in diesem Monat ist eben dieses Quadrat hier von Jupiter zu Pluto. Das ist diesen Monat sehr exakt und sehr eng, den ganzen Monat über. Und das bringt einige Probleme mit sich. Und da gehe ich dann noch genauer drauf ein. Genau. Zu Anfang des Monats, wie gesagt, starten wir mit einer Venus im Widder, Sonne im Widder, klar, ne? Mittendrin Uranus im Widder. Merkur steht dann Anfang des Monats schon im Stier, der wird dort aber rückläufig und läuft dann wieder zurück in den Widder und der Mars steht auch im Zeichen Stier in diesem Monat. Genau, und dann haben wir noch die Langsamläufer, hier der Neptun steht weiterhin in den Fischen in der zweiten Dekade und Saturn steht hier Ende Schütze in der dritten Dekade des Zeichens Schütze. Jupiter läuft übrigens in diesem Monat wieder in die zweite Dekade rein, weil der rückläufig ist. Und der Uranus steht in der dritten Dekade des Zeichens Widder. Genau, so was machen die Planeten da jetzt alle so? Das Spannendste ist eben, dass sich so ab dem 5. April eine ganz starke Spannung aufbaut, weil nämlich dann die Sonne, die ja hier im Widder steht, dieses Spannungsdreieck vervollständigt und gewissermaßen anheizt und dafür sorgt, dass sich das weiter zuspitzt. Ja, das geht so am 5., 6., 7. langsam los und steigert sich dann bis zum 14. Und hier sehen wir eben, hier haben wir dieses Dreieck, das ist diese Spannung in den Zeichen Widder, Waage und Steinbock. Und dann haben wir aber noch eine andere Spannung, die auch sehr wichtig ist. Die Venus wird ja auf ihrem Weg in der Rückläufigkeit ins Zeichen Fische zurücklaufen, nämlich am 3. Am 3. läuft sie in die Fische zurück und dann wird sie dort am 15. wieder direktläufig. Das ist der Tag, wo sie praktisch die Richtung umkehrt. Und in dieser Zeit ist es so, als wird die Venus am Himmel stillstehen für einige Tage. Dadurch ist sie auch sehr stark betont und sehr kraftvoll. Aber das Ganze passiert leider hier in Spannung zu Saturn. Und Saturn ist ja immer so Blockaden, Hemmungen, Hindernisse. Und da können eben Liebesprozesse dann auch zum Erliegen kommen. Und das Ganze passiert hier auch noch in Konjunktion mit Chiron. Der Chiron steht diesen Monat in der dritten Dekade Fische. Die Venus steht dann nebenbei Chiron und bildet diese Spannung zu Saturn. Und das spricht dafür, dass es zu verletzten Gefühlen kommen kann, wenn wir nicht aufpassen. Aber ich habe da für euch gleich was zusammengestellt, worauf ihr achten könnt, um das eben zu vermeiden. Ich wollte es euch nur mal zeigen, wie es eben hier am Himmel schon so aussieht. Und diese Spannung, die ist am stärksten bis zum, also die Spannung mit Jupiter und Pluto und Sonne, die ist am stärksten bis zum 14. Und dieses Venus-Quadrat hält noch an bis zum 20., 21. rum, dann lässt da auch die Spannung nach.
Aber wenn wir uns diese Daten nochmal angucken, hier vom 7. mit Zuspitzung des Spannungsdreiecks bis zum 14. mit dem Quadrat von der Venus zum Saturn, dann bis zum 21., also 7. bis 21., dann ist das genau die Zeit, in der wir Osterferien haben und in die die Ostertage fallen. Ja, der Karfreitag ist der 14., Ostermontag ist der 17. und mittendrin haben wir dann auch noch einen Vollmond, der ist am 11. und wirft nochmal ein Schlaglicht auf diese ganzen Themen, die ich euch auch noch gleich im genaueren erklären werde. Aber auf jeden Fall, es geht eben um Beziehungen und um kritische Einflüsse von außen auf die Beziehung oder um Streitigkeiten ums Geld. Und da ist das natürlich besonders heikel, wenn man sich über Ostern mit der Familie trifft und vielleicht Pläne macht. Da wäre mein Tipp eben, plant die Ostertage nicht zu streng durch, sondern lasst immer so ein bisschen Freiraum, lasst es ein bisschen ruhiger angehen, seid da nicht zu ehrgeizig. Und zwingt auch niemandem irgendwas auf, was der denn zu der Zeit unbedingt machen soll, was er vielleicht nicht machen will. Also ich empfehle wirklich in dieser spannungsgeladenen Zeit vom 7. bis 21. nicht zu hohe Erwartungen zu stellen und alle Pläne etwas runterzuschrauben, damit man einfach nicht enttäuscht ist, wenn Dinge nicht so klappen, wie man sie sich vorgenommen hat. Ja, am 19. April abends spät um 23:27 Uhr geht dann die Sonne ins Zeichen Stier. Und am 21. geht der Mars ins Zeichen Zwillinge. Und das ist dann eben eine starke Veränderung der Energie. Und so ab dem 21. löst sich dann auch die Spannung mit dem Venusquadrat langsam wieder, sodass wir da also dann etwas aufatmen können. Und dann noch kurz zu den übrigen Langsamläufern, die habe ich noch nicht erwähnt. Der Neptun, der steht weiterhin in der zweiten Dekade des Zeichens Fische. Der Mondknoten läuft jetzt im April noch durch die letzten beiden Grade oder vielmehr die ersten beiden Grade am Schluss des Zeichens Jungfrau. Der läuft ja andersrum durch den Tierkreis. Und dann haben wir noch die Lilith, die im Schützen steht. Erste Dekade Schütze. Das ist auch sehr interessant. Das habe ich ja schon erwähnt, dass ich glaube, dass mit Lilith im Schützen es zu einer neuen Woge des Feminismus kommen wird. Und tatsächlich durch das Verhalten von Donald Trump in Amerika hat sich ja eine neue Frauenbewegung formiert, die mit dem Women's March sich gezeigt hat. Viele prominente Frauen haben da mitgewirkt und haben eben gegen Donald Trumps Politik protestiert. Und das ist ganz typisch für die Energie von Lilith im Schützen. So, jetzt kommen wir nochmal zu meiner genaueren Deutung. Was sind jetzt die Themen, die kritisch werden können? Also die Liebesenergie ist hoch, die ist weiterhin super, Flirtsterne stehen super, aber was kann passieren, was uns Probleme machen könnte? Erstens, Geld und Finanzen. Jupiter als Geldplanet und Pluto als Schuldenplanet, wenn die in Spannung stehen, kann es also zu Geldproblemen kommen. Man hat plötzlich mehr Schulden, man hat mehr ausgegeben, als man wollte. Ist ja auch Frühling, ne? Da will man shoppen gehen, da will man sich neue Klamotten kaufen, da will man was Schönes erleben. Und da kann es dann also zu Spannungen kommen. Ja, es kann auch sein, dass ein Partner sich nicht an Abmachungen bezüglich des Geldes gehalten hat. Und das erzeugt dann natürlich Spannung in der Beziehung. Also deswegen erster Tipp, versucht euch nicht über das Geld zu streiten und versucht da möglichst fair miteinander umzugehen und achtet drauf, ne, dass ihr euch nicht übernehmt finanziell, was dann eben die Beziehung belasten könnte. Zweitens, es kann Einmischung seitens von Freunden geben. Jupiter steht nämlich auch für unsere Freunde, für unser soziales Umfeld, für die Leute, mit denen wir Spaß haben. Und Pluto steht für Geheimnisse. Es kann also sein, dass jemand der Meinung ist, er weiß ein Geheimnis, was er euch unbedingt erzählen muss, was vielleicht eure Beziehung gefährden könnte. Oder jemand hat einfach nur eine kritische Meinung zu einem der Partner. Und meint dann, er muss euch nun unbedingt darauf aufmerksam machen. Es kann aber auch sein, dass innerhalb eurer Beziehung jetzt jemand etwas über einen gemeinsamen Freund rausfindet, was dann der andere nicht hören will. Also diese ganze Geschichte Freundschaften und Beziehungen ist so ein bisschen kritisch gestellt. Und dann kann der Konflikt sein, dass ihr euch entscheiden müsst, wem ihr glauben sollt, dem Freund oder dem eigenen Partner. Ja? Ihr müsst also wirklich auch hier wieder genau gucken, was ist euch jetzt wichtiger, die Beziehung oder diese Freundschaft oder eben das vorsichtig so ein bisschen auseinanderklamüsern.
Weil nicht immer kann ja auch ein Außenstehender, selbst dann, wenn er mit euch befreundet ist, wirklich beurteilen, was ihr mit eurem Partner wirklich habt. Ne? Also achtet darauf, dass da nicht unbedachte Plaudereien beziehungsgefährdend sind oder auch ihr selber. Ne? Wenn ihr wiederum in der Situation seid, dass ihr der Freund seid, der was beobachtet in der Beziehung, überlegt euch das gut, ob ihr das wirklich jetzt ansprechen wollt. Eventuell wäre auch eine Möglichkeit, dann bis Mai abzuwarten, wenn diese ganze Spannung ein bisschen nachlässt und alle etwas gelassener damit umgehen. So, drittens. Das ist die Geschichte. Am 5. April wird Saturn rückläufig und steht dabei eben in Spannung hier zu Venus und Chiron. Und die Venus wiederum wird, wie gesagt, am 15. wieder direktläufig und bleibt dann auch wie stehen am Himmel. Und das erzeugt eine sehr starke Spannung zwischen diesen beiden, zwischen Venus und Saturn. Das ist eine schwierige Konstellation. Dabei geht es darum, ob die Bedürfnisse beider Partner in der Beziehung berücksichtigt werden. Ihr habt vielleicht das Gefühl, dass ihr nicht das bekommt, was ihr wollt oder was ihr braucht oder was ihr meint, dass euch das zusteht. Oder der Partner kommt euch vielleicht egoistisch vor, weil er nicht genug Zeit hat oder nicht genug Geld in die Beziehung einbringt. Oder der Partner wirkt deprimiert und das zieht runter. Vielleicht fragt ihr euch, liegt es an mir, dass ich nicht genug Zuwendung bekomme oder am Partner oder kann ich dem Partner nicht genug geben? Was läuft hier falsch? Mit Saturn entsteht auf jeden Fall ein Gefühl von Mangel. Nicht genug Zeit, nicht genug Zuwendung, nicht genug Spaß, zu viel Verantwortung, zu viele Pflichten. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr deshalb euren Partner und eure Beziehungen nicht komplett in Frage stellt, denn darüber kann es sonst zu einer Trennung kommen. Wenn ihr merkt, dass es kritisch wird, dann müsst ihr euch ernsthaft zusammensetzen und diskutieren, was jeder braucht und was ihr euch gegenseitig geben könnt und was realistisch ist. In dieser Phase ist es ungünstig, hohe Erwartungen an den Partner zu stellen. Stattdessen sollte man sich in die jeweilige Situation des anderen hineinversetzen und vernünftig überlegen, was man jetzt voneinander verlangen kann. Außerdem könnt ihr auch nicht unbedingt Gedanken lesen. Also manchmal weiß man ja auch einfach nicht, was der Partner so braucht, ne? Oder der Partner weiß nicht, was man selber so braucht. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr euch aussprecht, um diese Spannung abzubauen. Und dabei solltet ihr bereit sein, Kompromisse zu finden. Seid euch aber auch darüber im Klaren, wo die Grenzen sind. Ja, und betroffen hiervon sind, wie gesagt, die Geburtshauskinder aus den letzten Graden der veränderlichen Zeichen und den ersten Graden der Kardinalzeichen und mehr dazu dann in den Sternzeichen-Videos. Vierter Punkt. Ab dem 7.4. kommt es eben zu diesem T-Quadrat, was ich schon angedeutet habe. Die Sonne geht hier in Spannung zu Jupiter und Pluto und heizt damit die Auseinandersetzung nochmal so richtig an. Und dazu kommt dann, dass am 10. April der Merkur auch noch rückläufig wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Missverständnisse steigt dann auch noch. Und diese heiße Phase geht bis zum 14. April, wenn dann die Sonne genau hier über den Uranus rüberläuft. Und in dieser Zeit können sich Konflikte so zuspitzen, dass es zum Bruch kommt. Oder eben, es zeigt sich, dass eure Beziehung wirklich stark und dabei doch flexibel ist. Make it or break it heißt dann das Motto. Also es ist ganz wichtig, dass ihr euch darüber bewusst seid, denn manchmal fängt man eben aus einer Laune heraus oder aus dem Druck heraus dann einen Streit an und ist sich gar nicht bewusst, dass jetzt wirklich die Gefahr besteht, dass das eskaliert. Und wenn ihr da jetzt Bescheid wisst, dann ist es ja vielleicht auch möglich, dass ihr da den Ball ein bisschen flach halten könnt. Genau, und in diese Zeit fällt dann eben auch der Vollmond, der dann da nochmal ein Schlaglicht drauf wirft. Und diese Phase kann man aber wirklich auch nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Denn der Vollmond wirkt dann wie ein Scheinwerfer, der vielleicht auch dabei hilft, zu sehen, wo was im Argen liegt und sich über seine Gefühle klar zu werden. So, fünftens, mit diesen ganzen Konstellationen rate ich zur Vorsicht beim Fremdflirten. Denn ein kleiner Flirt kann große negative Konsequenzen haben. Es kann zu Missverständnissen und Eifersüchteleien kommen. Denn mit Jupiter-Pluto ist es wahrscheinlich, dass Geheimnisse auffliegen. Und weil Jupiter auch hier in der Opposition zur Sonne steht, neigen wir dazu, einfach sorglos zu sein. Ja?
und schlechte Entscheidungen zu treffen. Ja, wir denken dann nicht richtig nach und denken, wir seien unverwundbar. Da kann es dann zu peinlichen Situationen kommen. Deshalb sollten sich alle, denen wirklich was an ihrer Beziehung liegt, mit riskanten Spielchen zurückhalten. Und es kann durchaus passieren, dass etwas zunächst Harmloses sich als gefährlich erweist. Also Vorsicht! Genau, gibt es denn jetzt ein Happy End, ja, wo doch diese Konstellationen alle so schwierig sind? Ja, das gibt es, und zwar für diejenigen, die mit einer gewissen Reife und Gelassenheit an die Sache rangehen. Wenn wir uns die Mühe machen, miteinander zu reden und festzustellen, was falsch läuft und wie wir es korrigieren können, dann kommen wir gut durch die Aspekte. Denn obwohl wir harte Aspekte haben, wirkt die Venus doch in diesem Monat besonders stark und ihre positiven Eigenschaften sind besonders betont. Das heißt, wir sind stark motiviert, unsere Beziehung zu erhalten und uns auf die Partnerschaft zu konzentrieren, statt auf unser Ego. Und wir wollen fair sein. Solange wir uns also auf die Venus als Liebesplanet konzentrieren, sind wir auf der sicheren Seite. Wenn wir uns dagegen auf Saturn konzentrieren, was Stress und Kritik bedeutet, dann kann das die Beziehung gefährden. Die Venus will das nicht. Sie will, dass wir uns aufeinander beziehen und uns gegenseitig was Gutes tun und uns auch mal was durchgehen lassen. Und dann noch meine Hinweise für die Singles. Die Venus wird ja stationär in den Fischen und hat dort große Flirtpower. Die Leute wollen sich verlieben und außerdem ist ja Frühling und die Frühlingsgefühle sprießen. Aber ist die Person, mit der ihr flirtet, auch frei oder ist sie in einer anderen Beziehung? Mit Venus in den Fischen wird man schnell in Dreiecksgeschichten verwickelt. Rund um den Vollmond am 11.04. liegt besonders viel knisternde Flirtenergie in der Luft und die Chemie zwischen den Menschen ist sehr stark. Aber wir haben eben nicht unbedingt Kontrolle darüber, was passiert. Ja, also man verliebt sich und dann kommt eben vielleicht der feste Partner und will Kontrolle ausüben und dann wird es unangenehm. Ne, denn das kann jetzt ganz schnell und leicht passieren. Deswegen Vorsicht mit Fremdflirten, wie gesagt. Und wenn ihr jemanden neu kennenlernt, dann lasst euch Zeit, denjenigen näher kennenzulernen und wendet die berühmte 90-Tage-Regel an. Kennt ihr ja, also wer mich kennt, kennt diese Regel, 3 Monate abwarten, ehe man sich tiefer, gefühlsmäßig oder auch sexuell tiefer auf jemanden einlässt. Denn da kommt immer so eine Sollbruchstelle nach 3 Monaten. Wenn man die überstanden hat, dann kann man die Sache auch ernst nehmen und dann besteht eine Chance, dass die Beziehung sich weiterentwickelt. Alles bis 3 Monate ist immer noch unsicher. Ne? Das solltet ihr euch eben auch überlegen. Zu Vollmond können wir viel Spaß haben, solange wir Absprachen und gemeinsame Werte respektieren, die uns mit wichtigen und geliebten Menschen verbinden. Und solange wir uns nicht in fremde Beziehungen einmischen, indem wir Kritik üben oder glauben, jemandem unbedingt etwas sagen zu müssen, was dessen Beziehung gefährdet. Ja, und ab dem 21. April, wenn das Venus-Saturn-Quadrat dann durch ist, da tritt dann allmählich wieder Entspannung ein. Ja? Da tritt Entspannung ein und ab dem 3. Mai, wenn der Merkur dann auch wieder direktläufig wird, lassen sich auch manche verunglückte Situationen wieder zum Guten wenden. Zum Schluss haben wir natürlich noch ein ganz, ganz wichtiges Datum im April, nämlich den Tanz in den Mai. Ein super wichtiges Fest, weil es eben zurückgeht auf das Fest der alten Göttin, das Beltane-Fest. Darauf gehe ich dann in den Videos für den Mai näher ein. Die Videos veröffentliche ich ja immer deutlich vor Monatsanfang. Da erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Beltane-Fest. Und da haben wir also den Mond im Krebs am 30. April. Und das bedeutet, die Liebenden sind empfindlich für Gefühle. Das heißt also, wer jetzt sich auf einen Maibaum freut und dann keinen bekommt, der wird dann schon sehr enttäuscht. Das heißt, wenn ihr Erwartungen habt, vielleicht an jemand, den ihr auch schon kennengelernt habt oder an euren Allerliebsten, dann solltet ihr ruhig mit dem Zaunpfahl winken und ruhig deutlich machen, was ihr euch wünscht, worüber ihr euch freuen würdet, damit es nicht zu Enttäuschungen kommt. Aber wir haben an dem Tag eben die Venus im Widder, wieder direktläufig, und Mars in den Zwillingen. Das ist an sich schon eine sehr schöne Feierstimmung, sehr schöne Energie, um einen tollen Tanz in den Mai zu erleben, zum Ausklang des Monats. Ja, ihr Lieben, soweit jetzt erstmal die Konstellationen. Dann jetzt noch ein Hinweis auf meine Services für euch. Wenn ihr euch dafür interessiert, vielleicht mal bei mir in einem Webinar zuzuhören oder mir eine Frage zum Horoskop zu stellen, dann könnt ihr euch bei mir auf der Webseite umschauen. Da sind alle Termine, die ich da so vorhabe, angezeigt.
Und der nächste Termin für Antonias Sterne ist jetzt noch im März. Ich glaube, das war der 24. Ist eben immer ein Freitag um 17 Uhr als Webinar. Dann schaut doch da mal vorbei. Ja, kommen wir jetzt zur Verlosung. Auch diesmal wünsche ich mir wieder, dass ihr meinen Kanal abonniert und mir eine nette Nachricht postet, ob es euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat hier. Und unter allen, die das für mich tun, verlose ich wieder etwas. Und diesmal gibt es was ganz Besonderes, nämlich eine schriftliche Ausarbeitung eines Partnervergleichs. Habe ich mal entwickelt als Computerprogramm, also basierend auf meinen Texten. Und dann bekommt ihr ein PDF, wo drin steht, wie gut ihr mit eurem Flirt oder eurem Partner zusammenpasst. Also, wenn ihr da mitmachen wollt, Kanal abonnieren und mir was Schönes posten. Ja, natürlich könnt ihr auch eine persönliche Beratung bei mir buchen. Vor allen Dingen eben diejenigen, die merken, Mensch, das haut doch alles nicht so ganz hin bei mir. Da lohnt es sich oft zu gucken, wie es denn bei euch im persönlichen Horoskop aussieht, welche Planeten da eine besonders große Rolle spielen oder vielleicht auch andere Aspekte dann noch empfangen, als ich das hier alles abdecken kann. Da könnt ihr dann eben auch auf meiner Webseite schauen und jetzt eine Beratung direkt buchen, bei PayPal bezahlen, habe ich jetzt alles ganz neu eingerichtet. Funktioniert super, haben auch schon ganz viele Leute bei mir gebucht, wofür ich mich auch bedanke. Und ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Klienten, der zu mir kommt. Genau, und zum Schluss gebe ich euch noch ein paar Empfehlungen, was ich noch für Videos habe. Und damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.